Heute machen wir leckere russische Nudeln. Dazu schneiden wir den Porree klein, hacken unsere Zwiebeln klein und anschließend dünsten wir diese mit Butter an. Wir geben unseren Porree hinzu und braten den ebenfalls an für ca. 2-3 Minuten. Dann geben wir Tomatenmark, Senf, Gemüsebrühe sowie Gewürze hinzu. Dann kochen wir das Ganze schön auf für ca. 10 Minuten. Und jetzt rühren wir die Sahne unter, damit unsere Soße schön cremig wird. Zum Schluss gebe ich gern noch ein paar geschnittene Tomaten hinzu. In der Zwischenzeit kochen wir die Nudeln al dente. Jetzt sind sie auch fertig, unsere russischen Nudeln. Das Geheimnis dieses Gerichts steckt im Senf. Was zu Beginn merkwürdig klingt, schmeckt am Ende unglaublich lecker. Abonnieren nicht vergessen, um keine Rezepte mehr zu verpassen.